Zweiter Tag der Klausurtagung in Würzburg. Draußen scheint die Sonne und im Sitzungssaal geht es auch heiß her. Heute wird den ganzen Tag über das Thema Bildung beraten. In Bayern läuft einiges schief in der Bildungspolitik. Die Freien Wähler wollen das besser machen. Eva Gottstein ist die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion. Sie war selbst lange Realschullehrerin und Rektorin. Wir brauchen für eine gute Bildung mehr pädagogisches Personal. Wir brauchen mehr Eigenverantwortlichkeit für die einzelne Schule. Wir brauchen wieder mehr Freude in der Schullandschaft. Und natürlich brauchen wir aber auch Rücksichtnahme auf die demografische Entwicklung. Das heißt, in Regionen, wo es eng wird mit den Schülern, dürfen wir nicht noch mehr Lehrer abziehen. Wir müssen hier Modelle entwickeln, die für die Regionen passen. Und deshalb beschäftigen sich die Abgeordneten auch besonders intensiv mit dem Thema Bildung. 10% eines Jahrgangs, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, das ist viel zu viele. Wir kriegen immer weniger Kinder und wenn wir dann natürlich auch noch 10% haben, die ohne Abschluss die Schule verlassen, dann ist das ein großes Desaster, auf das wir zusteuern. Es darf nicht sein, dass ein Jugendlicher ohne Bildungsangebot durchs Raster fällt. Unsere Wirtschaft braucht unsere Jugendlichen. Und dass die Konsequenz ist, wenn man an bisherigen Systemen festhält, dass man die Kinder 30 Kilometer über Land schippern muss und das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, die kleinen Hauptschulen sterben zu lassen. Wir müssen passgenaue Regelungen für jede Region finden. Und vor allem fehlen die Lehrer an allen Ecken und Enden. Da ist es zwingend erforderlich, etwas zu ändern. Unsere Idee ist, Lehrer zu haben, die örtlich flexibel sind, das heißt in der Stadt unterrichten können, aber auch im ländlichen Raum, aber auch wechseln können, mal von der Realschule zum Gymnasium, die es aber auch schaffen, nicht nur ihr Fach zu unterrichten, sondern Werte zu vermitteln. Also eine ganz neue Form auch des Lehrers für die Zukunft. Als Referenten haben die Freien Wähler hochkarätige Experten eingeladen. Klaus Wenzel, Vorsitzender des Bayerischen Lehrerverbands, Werner Grabel, Leiter des staatlichen Schulamts Regen und Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Die Freien wollen sich ein Bild über unterschiedliche Modelle machen, bevor sie am Nachmittag ihr eigenes Konzept beraten. Wir wollen auf keinen Fall die bestehende Bildungslandschaft zerstören. Wir wollen aber neue regionale Entwicklungen zulassen. Und das sind die Leitlinien, die die Fraktion bei ihrer Herbstklausur erarbeitet hat. Beibehaltung funktionierender Schulstrukturen. Eigenverantwortliche Schulentwicklungsplanung in den Bildungsregionen, das heißt in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Individuelle Förderung durch zusätzliches pädagogisches Personal. Schülergerechte, passgenaue regionale Lösungen und die Möglichkeit, Hauptmittel- und Realschulen da zu verschmelzen, wo es nötig ist. So ein ganzer Tag Bildung ist natürlich Balsam für meine Seele. Wir können in der Fraktion intensiv die Sachlage erörtern, uns die Fakten ansehen, auch streiten, auch diskutieren und dann eben auch zu Lösungen kommen. Das haben wir heute geschafft und darum bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag.